Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Spec Ops Part. Im letzten Part haben wir eine ziemliche Zerstörung mit diesem weißen Phosphor angerichtet und leider auch Zivilisten getötet. Und wir haben herausgefunden, hier an diesem Punkt, dass der gute Conrad, unser guter Colonel, da auch mit was zu tun hat. Und das müssen wir jetzt rausfinden, was genau und wie das alles läuft. Und wir seilen uns mal ab und spielen mal sein Spiel mit quasi. Den Kerl also gekannt? Das dachte ich. Ja, eine sehr kühne Behauptung. Zusagen, Sie kannten mich. Als ich in Kabul unter ihm diente, war er ein Ehrenmann. Weil ich Sie gerettet habe? Ich habe viele Leben gerettet, Captain. Und noch mehr beendet. Cool. Alter. Oh, schon wieder Leute, die da hängen. Ich verstehe das alles nicht. Keine Sorge. Das kommt noch. Hä, er hört uns? Aber wie ihn anscheinend irgendwie nicht, oder was? Ja, Kontrollpunkte reicht, alles klar. Achso, die leben sogar noch. Oha. Da sind Scharfschützen. Oh ja, das sieht man. Die Scharfschützen sind nicht für euch. Was soll der Scheiß hier? Das ist Dubai, Captain. Das hier ist mein täglich Brot. Ich habe die Rüstung aufrechtzuerhalten. Ohne sie wären wir alle schon längst tot. Das ist ein Test. Ja, so ist es. Der Zivilist da rechts hat Wasser gestohlen. Ein Kapitalverbrechen. Der Soldat links hatte den Auftrag, ihn festzunehmen. Das hat er getan. Und dabei die ganze Familie des Mannes umgebracht. Fünf unschuldige Menschen sind tot. Nur weil diese zwei Bestien sich nicht beherrschen konnten. Verstehe. Wir sollen entscheiden. Okay, wir werden doch. Lasst uns verschwinden. Lugo hat recht. Lasst uns abhauen. So weit weg wie möglich. Es reicht. Offenbar nicht, denn wir sind noch hier. Sie sind schuldig. Aber was ist Gerechtigkeit? Und wie würden Sie richten? Das ist ein Befehl, Captain. Hä? Wer stirbt? Richten Sie über diese Männer. Oder Sie teilen Ihr Schicksal. Tja, das wollen das wir nicht. Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Ja, ich würde sagen, wir stellen uns da schnurstracks trotzdem. Sind zu viele. Es sind vier Stück. Was ist jetzt, Captain? Egal. Entweder. Also, uns werden die wohl nicht töten, denke ich mal. Entweder töten die die Leute. Oder wir haben Glück und die machen es nicht. Hallo? Scheiße! Oh, naja, gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach eine dumme Entscheidung war, oder? Ich glaube, man könnte das auf jeden Fall schaffen, ey. Da habe ich schon mit mehr zu kämpfen gehabt als vier. Vielleicht soll ich mich einfach wieder mal besser in Deckung wiegen und vielleicht klappt's denn. Gehorche. Ja, ich muss also das machen. Ja, komm, scheiß drauf. Also, wenn es Teil der Mission ist, dann... Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Tötet ihn. Es geht nicht. Die wollen es einfach nicht, dann muss ich selber machen. Ich hätte anders entschieden, aber... Kontakt! Was? Das ist... löblich. Sie würden gut hierher passen, Captain. In einem anderen Leben vielleicht. Oh. Er muss dich ja, wenn er da oben sieht. Lass uns bloß verschwinden. Verdammt, Walker. Wollten Sie was sagen, Lieutenant? Ja, was machst du für einen Scheiß? Mir ich bin hier der Boss, auch okay. Nicht, aber die hatten uns umzingelt. So einen Scheiß machen wir nicht. Mhm. Ich habe getan, was notwendig war. Ich habe uns am Leben gehalten. Thomas. Ich will nichts mehr davon hören. Ist das klar? Ja. Nee. Scheiß Ding. Brauche ich keine Farmers. Wow. Ja, da hat keine andere Möglichkeit, was soll ich machen? Eben. Doch. Renn und slide mal ein bisschen hin. Jawohl, wieder Granaten. Und wenn es nur Blendgranaten sind.
Da war doch noch einer, oder habt ihr den schon gekillt? Verdammt, was? Da habe ich ja gar nichts von geahnt oder so. Gar nichts von mitbekommen, dass da was auf mich zukommt. Nur die Warnung, die dann kam, als es quasi schon eingeschlagen ist. Ja, super. Oh fuck. Kleine doch. Was willst du denn? Alter! Hey, hol mal den da hinten! Hol mal den! Ich hab Angst, Alter. Ich geh zu Adams. Schneller! Ja, da ist keiner mehr. Aber hier noch! Oh mein Gott, ich schaffe es schon wieder nicht. Ich mache so dämlich. Ich laufe da mitten ins Feuergefecht rein quasi. Oh, ich hasse sowas einfach wieder. Ich nehme die einfach gleich auseinander und dann ist einfach gut. Also, das nächste Mal hier. So, vorbei mit der Zimperlichkeit. Bam, bam. Mein Junge. Hallo, bist du behindert? Da. Ihr holt gleich den Männer da oben. Okay. Oder ich mach das. Zu mich. Ich treffe ja gar nichts, ey. Fuck. Piss ich mit diesem Strike-Scheiß. Da killt den. Wieso immer nur auf mich? Und wieso stirbst du nicht? Verpiss dich mit diesem scheiß Strike-Ding. Deck dich. Was? Oh, das kann doch nicht sein. Ich hab schon wieder so keinen Bock, ey. Ich stehe neben meinem Mann und der Mann kriegt gar nichts ab. Gar nichts. Das ist echt wieder ja, lustig gemacht. Realistisch. Ja, was sollen wir auch machen? Ach da, der Hurensohn da, ey. Scheiße, der Ding ist kaputt. Das scheiß Ding. Ein Haftgranate. Von wo denn wieder? Ach da, ich hab's gesehen. Da erledige ich den. Ich lege den Hörern. Und jetzt den da. Und dann den da. Soll ich eigentlich mal öfter machen, nicht Depp, ey? Dann machen die es auch vielleicht mal gezielter, hier, du Wichser. Da, abfahren. Nee, ich mach gar nichts mehr, ich befehle jetzt nur noch. Da, den auch. Okay, das war pflicht. Trotzdem Sand.
Okay, Kontrollpunkt, das ist schon mal sau gut, ey. Das war gar nicht so schwer. Einfach ein bisschen befehlen und gucken, wo. Ey, duck dich, Junge. Suche Schutz, ja. Ja. Lustig, suche Schutz. Ich laufe einfach mal durch. Eine GMP. Egal, scheiß drauf. Alter. Ich sehe einfach nichts. Lauf mal hier rum. Geht das? Nee, doch. Nee. Nee. Slugo. Yo. Alter. Du fährst alles auseinander, ey. Okay, da hinten. Okay, da ist nichts. Bleib stehen. Willst du doch weg? Achso, ist schon. Wann soll ich denken? Mann, geh weg. Da oben. Oh, so eine Wichser. Wie kann ich mal da durch? Scheiße. Mach mal du. Hast du? Oh, das sind... Oh, viele. Weg. Seh nix. Ach, der ist ja immer noch da. Fuck. Haben die noch... Schnell! Haben die noch ihre UMPs da? Die noch ihre scheiß UMPs haben. Achso, nee, aber die haben M4 und sicher. Gerade. Boah, es ist so lächerlich, lächerlich. Was? Das ist lächerlich, also es ist krass, muss ich eigentlich eher sagen. Das ist scheiß Sturm, ey. Wie? Ah, hier haben wir die UMP, aber. Nehmen wir die mal. Ist ja egal. Finden die bestimmt sonst auch wieder. Hä, wo will ich hin? Hm? Wir müssen aus dem Sturm raus. Ja, das ist richtig. Seht ihr das? Ich sehe es. Los, los. Na. Psst. Hier warten wir so ab in diesem komischen Container-Dingens-artigen Ding. Ich weiß, Sie hören zu, Colonel. Also passen Sie auf. Dieser Krieg ist vorbei. Dubai wird evakuiert werden. Und sie wird man ihres Kommandos entheben. Ich glaube, damit ist er nicht einverstanden. So wie es mir scheint. So, ein neuer Kontrollpunkt erreicht. Und jetzt beginnt Kapitel 10 schon. Dann schnappt euer Zeug und los. Wohin jetzt? Vor den Stürmen brauchte Conrad einen Spähposten, von wo er ganz Dubai überschauen konnte. Da, der größte Tower Dubais. Wow. Dahin. Krass. Ah, es wird noch spannend auf jeden Fall. Walker, ist doch auch das größte Gebäude der Welt. Wir haben Conrads Aufmerksamkeit. Ich hab grad vergessen, wie der heißt. Ich hab dich noch nie so erlebt.
Mir fehlt nichts, Adams. Wir können nicht ignorieren, was wir gesehen haben. Wir verlassen Dubai nicht, bis die Überlebenden sicher evakuiert werden können. Ihr müsst mir vertrauen. Geheime Furcht. Ich trau dir, Walker. Ich denk nur, du liegst falsch. Herr Wucke. Wo geht's denn hier lang? Ach so. Hä? Ach so, ja. Darauf hätte ich auch kommen können. Yay, hab keine Ahnung. Ja, so, da würde was blinken, aber irgendwie nicht. Noch ein Kontrollpunkt, juhu. Schlaue Kontrollpunkte hier. Okay, hätte er auch gleich hier machen können. Dann. Aber egal. Und hier. Wir werden von der 33. attackiert. Brauchen Hilfe, schnell. Riggs? Scheiße. Gut hat's der 33. gesteckt. Das ist unsere Schuld. Hey, du. Hey. Schnapp dir die RPG. Okay. Ich bin hier der Boss. Und wohin jetzt? Wohin schieße ich denn jetzt? Einfach auf die drauf irgendwo, oder? Warte. Ich guck mir das erstmal an hier. Zwei habe ich weg ist. Hey, dafür brauche ich doch diese dicke RPG nicht, Alter. Hey. Ich halte das ein bisschen für schwachsinnig. Aber ich habe eh nichts mehr, siehst du? Wieso soll ich das Ding jetzt nehmen? Na egal. So. Brauche ich ein bisschen bis. Ja, okay, auch nicht wirklich. Aber wenn die hier ankommen. Okay, ich bin sogar. Ja, gut, aber die kommen hier eh da runter. Ah, geht schon. Ey, der ist noch nicht tot. Nein. Deckung, Junge. Zack, aus der Deckung raus. Scheiße, keine Muni mehr. Ich nehme einfach mal. Was ist denn für ein Ding? Oh. Jetzt wollte ich auch mal hier. Lass mal gehen wieder hier. Aber eher nicht. Ich nehme ja die Pumpe mit. Oder? Ja, Muni. AK-Muni noch. Ja, läuft. Ey, wie? Keiner hat mehr Muni von denen? Also ob. Was willst du? Captain Walker, Jeff Riggs. Kommen Sie rein, bevor ein Scharfschütze Sie umnietet. Alles klar. Entschuldigung? Falls ihr es nicht gemerkt habt, wir haben euch eben den Arsch gerettet. Ziemlich frech, der junge Captain. Er heißt Sergeant Lugo und er hat recht. Wirklich. Also, wo ist Agent Gould? Er hat's nicht geschafft. Nee. Schätze, man kann nicht jeden retten, was? Schätze, ihr seid ganz trocken. Typischer CIA-Bullshit. Wollen Sie mir erst mal zuhören, bevor Sie mich abknallen, Junge? Haben Sie einen Plan, außer alle abzuknallen? Klar haben wir einen Plan. Nur zu Agent. Erzählen Sie. Etwa 400 Meter von hier ist der Hauptwasserspeicher der Stadt. Da wollten wir hin, als die uns angriffen. Mein Job, Captain, ist, mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen. Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge. Da ist Wasser der Schlüssel zu allem. Jo, echt? Scheiße. Granate! Deckung! Er setzt in die Blende. Kontrollpunkt, sagt er. Steckt dann der Alte. Yo. Der ist hier. Ich wäre voll weg gewesen, ne? Na los, wir
Ihr kostet mich Zeit. Alles klar. Kommen Sie, Jungs. Oh fuck. Und hiermit, sage ich mal, beenden wir den Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir genau hier weitermachen mit dem guten Riggs. Also bis dahin. Ciao.